Moin Leute, willkommen zum kleinen Video, wo ich mit euch gerne über die kommenden Pokémon-Projekte reden möchte. Denn ich möchte nämlich in Zukunft auf diesem Kanal auch Pokémon-Videos machen, in dem Fall zu Schwert und Schild, aber auch so allgemeine Themen. Also bis jetzt sind geplante Projekte sowas wie Pokémon Top Tens, dann aber auch Competitive-Videos, also Beispiel Teams, die man im PvP spielen kann, wie Movement-Sets, bla bla bla. Der ganze Teil aufgebaut ist, eventuell über Pokémon, die man nicht so oft im PvP sieht, vielleicht da so ein bisschen drauf einzugehen. Da wird es ein bisschen was geben zu der Pokémon-Reihe, dann normale Guides natürlich, also ich werde auch auf Wunsch von Spielern natürlich auch Guides mit reinnehmen, die ihr möchtet oder generell, die auch mir wichtig sind in dem Fall. Da wäre jetzt zum Beispiel mal sowas wie, dass man mehr Geld farmen kann, also Ingame-Geld farmen kann bei Pokémon mit einem speziellen Mauzi, mit einem Münzamulett und da so einen kleinen Trick in der Pokémon-Liga gibt, was aber alles regulär spielbar ist. Und zum Beispiel, falls jemand sowas nicht kennt, das in Videos zu erklären, aber auch da bin ich auch auf euch angewiesen, weil wenn ihr Vorschläge habt, ihr vielleicht Sachen habt, wo ihr sagt, da wäre schön gewesen, einen Guide zu haben, das muss ich mir, ich sag mal, mühselig rausfinden, könnt ihr das Ganze gerne in die Kommentare schreiben oder uns auch auf den Social Media Seiten wie Facebook oder auch hier auf YouTube natürlich auch eine private Nachricht schreiben, dass ihr euch gerne wünschen würdet, dass es dazu ein Video gibt und dann werde ich versuchen, das Ganze umzusetzen. Ich meine, ich muss euch in vielen Dingen auch immer erstmal reinfinden natürlich, gerade was auch das PvP-Ding da nochmal angeht, aber ich sag mal, das kriege ich mit euch zusammen bestimmt hin, dass wir ein paar coole Videos raushauen. Wie gesagt, bei den Top-Videos oder generell allgemeine Sachen kann das Ganze so ein bisschen ausschweifend werden, wie zum Beispiel die Top-schillernden Pokémon, aber auch sowas wie die vielleicht die Top 5 meiner Anime, also von Pokémon, die Anime-Reihenfolge, wie ich sie cool finde. Natürlich auch bei den ganzen Sachen könnt ihr immer die Kommentare schreiben, wie eure, natürlich eure Wünsche oder eure Top-Videos in dem Fall aussehen würden. Ich würde sagen, das ganze Projekt soll ein bisschen halt mit euch zusammen kreiert werden, um halt weiterhin, wie gesagt, gute Pokémon-Videos für euch alle und auch für uns alle, ja einfach für alle Videos zu kreieren. Deswegen würde ich sagen, Leute, es kommt die Tage mein erstes Video zu PvP. Ein paar Pokémon oder wahrscheinlich 1 bis 2, 3 maximal Pokémon, die man im PvP nicht so oft spielt, weil das Moveset, wie das Ganze vorbereitet wird. Und wie gesagt, wenn ihr bis dahin vielleicht Sachen schon in die Kommentare geschrieben habt, die euch wünschen würde, dann werde ich auch versuchen, darauf einzugehen. Aktuell werde ich erstmal auf Pokémon Schwert und Schild mich konzentrieren. Es ist aber auch möglich, zum Beispiel wenn Pokémon United kommt, dass da was mit reinkommt. Bei Pokémon Go zum Beispiel muss ich sagen, da bin ich ein klein wenig raus, habe ich schon längere Zeit nicht mehr gespielt. Spiel ist gerade wieder angefangen zu spielen. Könnt ihr natürlich auch versuchen, da ein bisschen was mit reinzunehmen. Das hängt da ein bisschen davon ab, wie ihr da auch Bock drauf habt. Wie gesagt, einfach alles in die Kommentare reinschreiben und ich werde versuchen, ja, es umzusetzen. Dann würde ich sagen, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bisher. Heute gab es leider nicht so zu viel zu sehen. Das war eher eine kleine Ankündigung, das bisschen, was jetzt die Tage kommt. Natürlich werde ich auch für die, die Arc-Videos gucken, natürlich auch weiterhin Arc-Videos auf dem Kanal schauen. Ich werde gucken, dass ich so abwechselnd immer mal wieder ein Pokémon, ein Arc, dass beides auf dem Kanal so vertreten ist, hochgeladen bekommen. Dann würde ich sagen, Leute, vielen Dank. Falls Audio oder auch noch das ganze Hintergrund hier noch gar nicht so alles funktioniert, ich bin neu umgestiegen auf eine Game Capture Card, nehme über den PC auf, würde gerne in allen Videos auch Facecam mit reinbringen und würde sagen, ja, es verbessert alles mit der Zeit. Ich versuche mit immer mehr, auch mit Outro, Intro und das Ganze immer schöner zu bekommen. Das ist alles aber auch was ein bisschen dauert, nicht von heute auf morgen direkt alles funktioniert und ja, dann würde ich sagen, trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen bisher, bis zum nächsten Video. Tschüss.